Eine der Legenden vom Olivenbaum stammt aus der Zeit, als Jesus ans Kreuz geschlagen werden sollte. Dazu brauchte es Holz und so hat der Hohepriester seine Leute losgeschickt, auf dass sie Holz finden. Und das Erste, was sie in dieser Gegend dort eben angetroffen haben, waren Palmen. Und als sie diesen struppigen Stamm gesehen haben von den Palmen und diese hängenden Blätter, haben sie gedacht, nee, das taugt sicher nicht, und sind mit diesem Bescheid zurückgegangen zum Hohepriester. Und er hat gesagt, wie auch immer, ich brauche Holz, wir müssen dieses Kreuz fertigen. Und so sind die Männer wieder ausgezogen und kamen zu einem Olivenhain. Mittlerweile hatte sich die Kunde aber rumgesprochen, dass Holz gesucht wird. Und die Olivenbäume haben zueinander gesagt, da machen wir nicht mit, wir wollen nicht Handlanger werden von dieser Tat. Und in ihrer Verzweiflung haben sie sich zusammengezogen und gewunden und gedreht, so dass es unmöglich war, dieses Holz für das Kreuz zu benutzen. Die Olivenbäume waren so traurig, dass sie geweint haben. Die Arbeiter sind unverrichteter Dinge zurückgekehrt. Und wie die Legende sagt, am nächsten Morgen, als die Sonne aufgegangen ist, haben sich die Tränen der Olivenbäume zu Oliven gewandelt. Mein Name ist Martin Bühler. Ich lebe hier mit meiner Familie, insbesondere meiner Frau Barbara, seit 11 Jahren fest. Die Podere Usignolo liegt unterhalb vom Dorf Sasso Fortino, der Gemeinde Roccastrada, in der Maremma. Einer der seltenen, aber schönsten Momente ist es für mich, wenn ich die Gelegenheit mir nehme oder mir schaffe, morgens früh durch den Olivenhain zu schlendern. Und das ist ja häufig verbunden auch mit dem, was drumherum ist, also die Stille oder der Gesang der Vögel, die Wolkenbildung, das Aufgehen der Sonne zu erleben. Das ist schon ein ganz erhabener Moment. Der Olivenbaum, wenn ich schaue, was ist das für ein Charakter, was ist das für ein Typ, dann denke ich, dass der Olivenbaum ein zäher Baum ist. Ein Olivenbaum ist sehr widerstandsfähig, einerseits gegen Trockenheit, ist aber auch widerstandsfähig bei Stürmen, auch sicher mit seinem harten Holz. Die Typologie des Charakters stark, ein bisschen eigen, aber auch sehr geduldsam. Es gibt ja dieses altbekannte Sprichwort, das heißt, mach mich arm, dann mache ich dich reich. Ich habe gelernt, das so zu verstehen. Wenn ich den Baum sorgfältig schneide und darauf achte, dass er möglichst viel Licht und Sonne erhält, auch im Innern, auch dass der Wind durch die Baumkronen durchziehen kann, dann reagiert der Baum mit der Bildung von Fruchtholz und eben auch mit Früchten. Ich erlebe rund um die Olivenbäume und das Olivenöl einen ganz großer Epochenwandel eigentlich. Also wie in anderen Kulturen geht man im Olivenbaum immer mehr in eine industrielle Produktion. Wir auf der Podere Usignolo haben uns vorgenommen, so lange wie irgendwie möglich eigentlich die alte Kultur zu leben. Das heißt, wir können erstklassiges Olivenöl deshalb herstellen, weil wir immer wieder viele Gäste haben, die zu uns kommen und uns unterstützen beim Ernten der Oliven. Thank you.
Unserer Lebensphilosophie entsprechend ist es für uns selbstverständlich, dass wir biologisch organisch wirtschaften. Das heißt, wir verwenden keinerlei künstliche synthetische Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel, sondern das passiert alles mit natürlichen Mitteln. Wenn ich vom Ernten spreche, dann ist es symbolisch natürlich auch ein Stück weit die Ernte des Jahres. Dann erlebe ich das eigentlich als eine sehr meditative Arbeit. Immer wieder genieße ich es, auf der Leiter zu stehen, hoch in den Bäumen, den Überblick zu haben, den ich manchmal im Leben nicht habe, aber da auf dem Baum habe ich den Überblick. So mancher Mensch, der hier war zum Pflücken, kann sich auch so aus dem Alltag loslösen und einfach sein, wie er ist als Mensch. Weil das ist so unser Erlebnis, dass eigentlich die meisten Menschen nach einer Woche sagen, Mensch, das war jetzt echt gut, draußen zu sein und miteinander etwas zu tun. Das ist auch etwas, was uns, meine Frau Barbara und mir, sehr wichtig ist, das gemeinsame Tun. Eine Realität, sobald wir die Oliven pflücken, beginnt eigentlich der Oxidationsprozess. Deshalb ist es so wichtig, dass die Oliven in der kürzester Zeit, und damit meine ich 24 bis maximal 48 Stunden, nach dem Pflücken bereits in der Ölmühle verarbeitet werden. Früher hat man diese Prozedur mit großen Mahlsteinen gemacht. Das heißt, die Oliven wurden, so wie sie vom Feld kamen, auf einen großen Mahltisch gebracht und dann durch Mahlsteine, die jeder über anderthalb Tonnen wiegt, ungefähr 20 Minuten lang gemahlen und dann als Olivenbrei weiterverarbeitet in die Zentrifuge, in den Separator, wo Olivenmasse getrennt wird vom Öl-Wasser gemischt und in einem letzten Schritt dann das Wasser vom Olivenöl getrennt wird. Man muss einfach sehen, dass in diesen Verfahren, wie sie früher gemacht wurden, der Olivenbrei lange Zeit, also 40 Minuten, 45 Minuten oder wenn es auf Matten gestrichen worden ist, sogar über viele, viele Stunden immer der Umgebungsluft und damit dem Sauerstoff ausgesetzt ist, was sich zwangsläufig auf die Qualität des Öls auswirken muss, weil die Oxidation führt zu Verfälschungen des Geschmacks. Deshalb haben auch wir uns ein bisschen mit einem weinenden Auge auch verabschiedet von der Ölmühle im Dorf, weil dieses Verfahren einfach nicht mehr dem heutigen Qualitätsanspruch für das Öl entspricht. Nach diesem Durchlaufen dieses Prozesses erhalten wir dieses grüne, wunderbar farbige Olivenöl, was auch natürlich wieder je nach Region, nach Gegend, wo das hergestellt wird, auch unterschiedlich schmeckt. Das toskanische Olivenöl ist bekannt für seine Schärfe. Es riecht, also schmeckt vielleicht am ehesten so ein bisschen nach Gras, nach Kräutern. Und weil wir die Oliven eben auch ernten, bevor sie mindestens einen Teil davon ihren vollen Reifungsgrad erreicht haben, sind sie auch so ein bisschen pfeffrig scharf. Also man schmeckt das, wenn ich einen Löffel Olivenöl zum Verkosten nehme und das in den Mund einschlürfe,
dann ist natürlich zuerst mal der volle Geschmack da des Öls und dann beginnt aber auch so ein leichtes Kratzen. Nicht alle Leute mögen das. Vielleicht mögen sie das auch nicht, weil sie noch nie die Gelegenheit hatten, wirklich reines, echtes, gutes Olivenöl zu verkosten. Für mich hat es eigentlich fast mehr einen philosophischen Wert, nämlich etwas nutzen zu dürfen, was viele, viele Kulturen über Hunderte, Jahrtausende von Jahren genutzt haben und Teil zu sein von etwas, was unsere Kultur so stark geprägt hat. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir in dieser Art und Weise arbeiten, wie wir arbeiten, weil ein erstklassiges Olivenöl kann nicht als Industrieprodukt hergestellt werden. Es ist der Händearbeit, das Wirken der Natur, das drinsteckt. Deshalb ist es so etwas Besonderes. Und deshalb kommt es nicht auf die Quantität an, sondern eben auf die Qualität des Olivenöls. Du schaust auf die Welt und du weißt nicht, was du sagen sollst. Und ob sie sich morgen noch trat. Überall Neid und auch Hass, kein Verständnis. Meinst ist für alles schon spät. Schau dir mal nach und schau mal zum Himmel. Die Sterne, die sind immer noch da. Schau dir mal nach und schau mal zum Himmel. Sie leuchten dir jede Nacht. Denkst drüber nach, was du schon hast und was du noch werden kannst. Merkst nicht, wie's Leben schnell vergeht.